Liebe Leute und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wo befinden wir uns jetzt? Natürlich nochmal hier in Eshara oder wie man es nochmal nennt. Denn, obwohl wir den Hauptquest zuletzt ja geschafft haben, der Hauptquest ist geschafft, ja, es gibt nichts mehr Hauptquest-mäßig zu tun, was mich doch dann irgendwie leicht überrascht, weil ich dachte, da kam noch mehr, kam aber nicht. Widmen wir uns also wieder den anderen Dingen, die wir noch tun wollten auf dieser Karte, denn so einfach werde ich dieses Spiel nicht einfach beenden und wir haben immer noch zu tun. Wir waren bei Welch süße Sorge vor dem Hauptquest und sollten Bisarane stellen. Ja, ich habe die Knotenpunkte deaktiviert, die die magische Barriere rund um Bisarane gespeist haben. Ich muss ihn aufhalten, bevor er die Sorgen über den Armeen der Alphan fesselt. Den müssen wir doch noch helfen, den armen Menschen. Und deswegen werde ich jetzt erstmal noch ein paar tolle Tränke zu mir nehmen. Zum Beispiel eine Schadensverstärkung, Intelligenz, Abwehr und alles, was man eben noch so nehmen kann. Genau, Stahlvorhang. Passt. So, und damit gehen wir jetzt zu ihm rüber. Wir müssen schnell sein. Genau, und werden den Typen jetzt endlich mal besiegen. Denn das haben wir zuletzt nicht geschafft gehabt. Also, damals. Hier sind wir also, Dairet. Und ich bin glücklich. Meine Mission ist beendet. Die Sorgen beginnen bereits zu erwachen, Sterbliche. Schon bald werden sie eure Welt überfluten. Dieses Gefühl. Ich frage mich, ob es dasselbe ist, das auch ihr hattet, als ihr meinen Gott ermordet habt, Dairet. Als ihr mein Volk dem Untergang geweiht habt. Mhm. Was ist Dairet? Wir können das Gespräch natürlich jetzt nochmal führen. Mache ich also nochmal eben, um wieder reinzukommen in den Quest. Es ist das, was ihr seid. Das Ende. Das Ende des Kreislaufs. Das Ende meines Gottes. Das Ende der Feien. Macht alles rückgängig sofort. Seid ihr bereit für den Tod? Macht alles rückgängig sofort. Ihr kommt 1000 Jahre zu spät, um mich von meinem gewählten Pfad abzubringen. Und nun bin ich am Ende meines Weges angekommen. Aber grämt euch nicht, kleine Sterbliche. Für den Moment gilt meine gesamte Aufmerksamkeit euch und eurem trauernden König. Okay. So. Das ist laut. Na, wann kommt er mit seinen anderen Leuten? Wo sind die Lean-Chiefs? Da sind sie. Ich hab mich schon gefragt, wo sie sind. Ja, nimm schon. Warum nimmt sie es nicht? Ja.
Hallo. Schön. Oh, der trifft mich immer so hart. Das nervt mich. Bam. So, jetzt kommen die anderen. Yay! Oh oh. Boah, kriegen wir den Typen jetzt eigentlich endlich mal? Ich werde jetzt mal Mad Mega Power machen. Okay, die Niskaro kommen auch noch dazu. Scheiße! Aber bald haben wir ihn. Wir sind ziemlich nah dran. Ja, komm, nimm ihn dir, geh hin. Jawoll, endlich ist der Typ tot. Wir müssen, dieser Rahn mag tot sein, doch er kann uns noch immer den Todesstoß versetzen. Die Sorgen haben bereits begonnen, ihrem Gefängnis zu entfliehen. Wir müssen rasch handeln, oder alles wird umsonst gewesen sein. Ich muss die Sorgen in mir selbst einschließen. Okay, was bewirkt das? Ich weiß es nicht genau. Ich werde gezwungen sein, in Ashara zu bleiben, damit die Sorgen nicht erneut freikommen. Ob ich leben oder sterben werde, ist ungewiss. Aber ich darf keine Angst haben. Es muss getan werden. Zum Wohle der Sterblichen und zum Wohle der Feinen. Nein, gebt sie mir. Dann tut es. Nein, gebt sie mir. Das ist nobel von euch, Sterbliche, aber ihr versteht es nicht. Sie müssen in Ashara gebunden werden und ihr könnt nicht hierbleiben. Ich allein kann es tun. Doch ich bitte euch, werdet Zeugin dieser letzten Tat. Berichtet der Welt, was hier geschehen ist. Berichtet ihr davon, welches Ende das Haus der Sorgen gefunden hat. Wir müssen uns beeilen. No, aber wir haben es geschafft. Yay! Endlich haben wir das alles hier geschafft. Nein, den Stab möchte ich nicht. So, da sind immer noch meine ganzen Fallen. Hier haben wir ein goldenes Set-Teil wieder gefunden. Zeuge werden! Okay. Wir werden Zeuge. Oh Mann. Ich will aber nicht, dass sie stirbt. Nein! Ich war doch noch gar nicht fertig, die Sachen einzusammeln. Bring mich wieder zurück da. Ey! Ich war noch nicht mal bei ihm. Er hatte bestimmt voll die geilen Sachen.
Ich bin nur hingegangen. Ich habe nicht mal gedrückt. Ihr Schweine. Krieg ich hier meine Sachen oder? Seltsamer Stab. Ja, den nehme ich. Oh, Haus der Sorgen. Yay. Kind des Herbstes, du bist der letzte Angehörige des Hauses der Sorgen. Gezwungen, das Ende einer der ältesten Institutionen der feinen Lande zu erleben. 5% Elementschaden, 5% Schaden. Für fein oder was soll das heißen? Oder wie? Bei fein? Gegen fein? Für fein? Hm? Okay. Und hier haben wir wieder diese komischen Leine. Wir sind wieder zurück. Ist schön, dass wir das geschafft haben, aber bin jetzt nicht sehr glücklich darüber, dass ich da einfach wegtransportiert wurde. Das finde ich nicht toll. Das finde ich gar nicht toll. Menno, ich hasse sowas. Da rackert man sich einen ab. Na, wenigstens haben wir das noch einsammeln können. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir ein anderes Teil davon je gefunden haben. Ey. Voll blödi. Und das andere habe ich auch noch nicht eingesammelt gehabt, was ich erst liegen gelassen habe. Voll die Scheiße, Mann. Bring mich wieder zurück. Ja, ich weiß, dass ich keinen Quest ausgewählt habe. Ich weiß auch, dass ich eigentlich gar nicht mehr spielen muss. Ich bin trotzdem noch hier. Und wir haben immer noch ein bisschen Zeit in diesem Part. Also weiß ich auch nicht, was man jetzt... Was mache ich denn jetzt mal? Was macht man jetzt? Mache ich jetzt was ganz anderes? Hier, das machen wir jetzt. Keine Ahnung, wo wir dafür hin müssen, aber... Puh. Die Steine kann man sich auch nicht nochmal anhören. Mann. Okay, wo sind wir denn jetzt eigentlich auf der Karte? Können wir denn irgendwie da nochmal hin? Nee, ne? Können wir denn jetzt ins Haus der Sorgen gehen? Und dann, was ist dann? Was ist dann? Reden die dann da mit uns? Hallo? Haus der Sorgen. Vielleicht ist ja hier jemand wieder, mit dem wir reden können oder so. Ich meine, wir sollten doch auch berichten und so. Okay. Scheiße, dass die hier alle liegen. Ich fühle mich schuldig. Und sonst nichts, ja? Ich kann nicht zurück. Ich will aber. Ist voll doofi. Mega, mega doofi. Okay, aber es bringt auch nichts, wenn ich jetzt hier sinnlos rumlaufe, glaube ich. Tja. Ich meine, ich bin stolz auf mich, dass ich natürlich jetzt den Kampf geschafft habe und so, aber trotzdem... Trotzdem weiß ich, dass es noch mehr zu tun gibt. Und ich wundere mich, dass wir jetzt irgendwie gar nicht irgendwo darüber berichten könnten. So, hey, Visarane besiegt und so. Was sagt ihr dazu? Da ist das Lager. Bringt uns das was? Da war aber auch noch, glaube ich, jemand, dem wir helfen sollten. Ja, ich habe gerade keinen Plan. Also gehen wir mal einfach dahin, wo wir hin sollen. Das wäre dann hier bei diesen komischen Höhlen. Und da dürfen wir dann, glaube ich, irgendwelche Tuata-Typen töten oder so. Ich weiß nicht. Also ich werde natürlich jetzt hier einfach den Restkram, den wir erledigen sollen, werde ich jetzt hier einfach erledigen, weil dafür spielen wir das Spiel noch. Und was höre ich hier? Was höre ich hier? Was höre ich hier? Ist das eine Bandruhe? Ein Singstein? Nein, es ist ein Schutzschrein. Okay. Tyrons Angriff. Alles klar. Ich lese den Quest einfach gleich nochmal vor. Aber irgendwo da unten links können wir ja wohl nochmal hin, oder wie? Oder was? Oder nicht? Oder nicht? Okay, doch nicht. Hä? Na gut, dann gehen wir zu dem anderen gelben Kringel. Der scheint näher zu sein. Glaube ich. Oder ist er auch auf dem Berg? Was sind hier für Typen? Sich da einfach vorbeilaufen? Drauf scheißen? Aha, aha, ja. Okay. Ja, die haben mich gesehen.
Ist mir eigentlich aber ziemlich egal. Ich gehe mal hier um die Ecke. Ach, hier. Da, guck mal. Hier, die kommen schon alle. Ja. Glassäulenhöhlen. Okay, dann gehen wir da mal rein. Da waren wir noch nicht. Ich denke mal, es gibt noch mehr dieser Orte, wo wir noch nicht waren. Und es gibt auch noch ein paar mehr Dinge zu tun. Aber ich dachte auch, dass es noch ein bisschen mehr Dinge zu tun gibt, was die Feinde angeht. Wird es wahrscheinlich auch. Aber ist ja auch irgendwie egal. Wir machen ja sowieso alles. Sind übrigens auch neue Chakrams, fällt mir dazu ein. Sind andere Chakrams, und zwar sind das welche aus Eis, meine ich. Genau, edle Prismär-Chakrams, die haben 41 Eisschaden. Ich fand die auch ganz schick, obwohl die so feurig aussehen mit diesem roten Drumrum. Das sind die, die wir jetzt vorher benutzt haben und ich dachte, ich benutze mal welche mit Eis. Finde ich, wie gesagt, auch mal ganz geil. Aber ist ziemlich egal. Die sind beide gut. Also ist echt egal. So, irgend so eine Kutte. Mhm, alles klar. Laufen wir mal hier durch. So, gucken wir uns mal an. Was machen wir hier über Bolgan-Fluch? Die Bolgan-Krieger, die mit dem Feind kämpfen, werden von Bolgan-Meistern kontrolliert. Besonderen Magiern, die die Kunst der Gedankenkontrolle beherrschen. Wenn ich die drei Bolgan-Meister töte, können die Tuatha die Bolgan nicht länger als Verbündete befehligen. Und nachdem wir ihr Hauptmeister ja sowieso auch schon tot ist, wird das sowieso alles ganz schön blöd, glaube ich, für die ausgehen. Hochfulgen, okay. Whatever. Hä? Bin ich jetzt wieder zurückgelaufen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, ich bin jetzt dem falschen gelben Dings gefolgt, oder was? Ach so, ich darf da jetzt nicht lang gehen, weil sonst orientiere ich mich an dem anderen Bolgan-Dingsbums. Ich muss hier oben mich an dem anderen. Alles klar, machen wir. Sorry. Ja, vielleicht können wir hier... Kommen wir mal weiter. Kraftstrotzende Dolche. Nehmen wir mal die hier wieder. Wäre nett, wenn ihr mich nicht seht. Voll cool. Yeah. Tja, Meister. Ja. Das war's mit dir, Junge. Das ging ja schnell. 2 von 3. Also einen hatte ich wohl schon mal getötet. Und die anderen folgen dann jetzt langsam, ne? Laufe ich jetzt wieder zurück? Ich glaube, ich laufe gerade wieder zurück, ne? Ah. Na, leicht mit 3 Dietrichen. Kriegen wir das wenigstens hin. Das letzte Mal ja so geht so lief. Will nicht wieder zurück. Ich will mal gucken, was da noch drin ist in der Truhe. Würde mich ja doch nochmal interessieren. Mensch, wir rasen ja jetzt hier die letzten Parts durch, ne? Also es ist schon echt krass. Schwer. Ja. Sehe ich schon kommen. Wird nix. Oh, das wird was. Jawohl. Ja, das finde ich gut. Blöden Kisten hier. Hallo. Jawoll. Und wie lange wir für die sonst auch gebraucht haben. Ja, das ist schon cool, wie wir jetzt hier durchrasen. Oh, und hier sind wieder diese doofen Fallen. Ich bin leicht eingefroren jetzt. Ja, das sieht lustig aus.
So, was ist jetzt hier noch so? Achso, ich habe meine Chakrams nicht ausgerührt. Ich wundere mich schon. Okay. Für Gatschluck. Leute, der ist tot. Ja. Der Rest von euch wird, glaube ich, Gatfloh irgendwann folgen. Liebe Leute. Aber okay, wie ihr meint. Nein, nein, ich lasse mich nicht verarschen von meiner Orientierung. Du wirst weiter da lang laufen, wo wir eigentlich hin wollten. Ich wollte schon wieder gerade zurücklaufen. Wir wissen, was hier noch so kommt. Oder ob hier gar nichts mehr kommt. Weg! Verschwindet! Das ist eine Falle! Was ist denn hier los? Hä? Weg, verschwindet eine Falle? Ich habe keine Angst. Ich rieche den Gestank von sterblichem Fleisch. Bringen wir es zu Ende. Euer Meister ist tot. So, und wen haben wir hier? Kolmen Badern. Hey. Bei den Göttern. Die Heldin von Mel-Saint-Shir. Yep. Es tut mir sehr leid, dass ich euch in diese Falle gelockt habe. Ich hatte keine Wahl. Sie drohten mich zu foltern. Vergebt mir, ich wurde verwundet und bin nicht stark genug, für mich selbst zu sorgen. Was kann ich tun? Wenn ich es zurück ins Lager schaffen soll, brauche ich einen starken Heiltrank. Habt ihr zufällig einen bei euch? Ja. Nein, tut mir leid, Lügen. Warum soll ich das denn machen? Ja, aber ich will das Ding behalten. Nein, tut mir leid und lüge ich eben? Schade. Wenn ich meinen Rucksack hätte, wäre ich schon wieder wohl auf. Oder ihr könntet den Trank vermutlich auch selbst herstellen. Euer Rucksack. Hier gibt es keinen Labortisch. Richtig. Aber ein Armeeheiler hat immer Mörser und Stößel dabei, um im Feld Tränke herzustellen. Meine liegen direkt neben mir. Wenn ihr die erforderlichen Zutaten für einen meisterhaften Heiltrank findet, könnt ihr sie gerne benutzen. Den kannten wir, den Typen aus dem Quest, oder? Aber ich bin jetzt gerade irgendwie nicht drinne. Welcher das jetzt war? Euer Rucksack. Die Tuatha haben ihn genommen. Er ist sicher irgendwo in der Nähe untergebracht, aber er muss gebannt werden. Eine kleine Vorsichtsmaßnahme zur Abschreckung von Dieben. Na toll. Ich versuche einen herzustellen. Ich suche euren Rucksack. Vergesst es. Ja, ich suche den doofen Rucksack. Herstellen oder finden? Mir ist das einerlei. Hauptsache, ihr beeilt euch damit. Okay, alles klar. Wer bist denn du nochmal? Ich wurde Hauptmann Kanven zugeteilt, um ihren vorherigen Heiler zu ersetzen. Die Tuatha haben mich gefangen genommen und hierher verschleppt. Sie ist ehrenhafter als die meisten. Alle Dokkal vergieren nach Macht, aber sie scheint dagegen immun zu sein. Das soll natürlich keine Beleidigung sein. Und Neumondlager? Das Lager war bereits aufgebaut, als ich ankam. Und obwohl es damals schon übel war, ist es jetzt noch schlimmer geworden. Alles klar. Und der Typ kann mich heilen, oder was? Gut. Dann ade erstmal. Dann haben wir dem ja erstmal geholfen und frag mich nicht, wo. Dann der Rucksack ist, den werden wir schon auch noch finden. Ich würde sagen, im nächsten Part Wir juckeln einfach alle Nebenquests jetzt durch, die es noch so gibt. Ich weiß aber, dass es, wie gesagt, noch mehr zu tun gibt. Nicht nur diese kleinen Nebenquests. Ich dachte eigentlich, da wäre noch mehr. Oder haben wir das echt schon alles gemacht? Muss ich noch mal gucken. Und hier noch mal auch zu denen gehen da. Was? Und hier können wir dann nämlich auch den Kram herstellen. Ja, ich weiß nicht. Warum wollte sie ihn eigentlich jetzt anlügen? Weil es ihr doch zu doof war, ihm gleich einen Trank zu geben, wenn wir es am Ende sowieso anscheinend machen müssen? Naja, blicke ich noch nicht durch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.